Herzlich willkommen zum Boston Major 2016. Die Gruppenphase heute, 3. Dezember, geht um die Platzierung in den Gruppen jeweils. Und dann gucken wir gleich beim Spiel. Ich übernehme mal die Kamera. Das mache ich mal ganz gerne als Caster. Das machen die professionellen Caster inzwischen ja auch, dass sie die Kamera nicht mehr selber steuern, sondern die von jemandem steuern lassen. Und das übernehme ich einfach von denen und brauche mir ja nicht anhören, dass ich die Kamera falsch bewege. Das ist auch viel entspannter und kann die Sachen kommentieren. Ja, das ist Team NP gegen Virtus Pro. Ein, ja, das meiner Meinung nach interessanteste Match. Das gab noch ein paar andere, die ich auch ganz cool fand, aber das gefiel mir dann doch am besten von den Vieren, die gleichzeitig laufen. Wie gesagt, es geht um die Platzierung in den Gruppen und wie sie dann halt in der, ja, beim Main Event gegeneinander spielen werden. Alle kommen natürlich trotzdem zum Main Event, aber wer wo gelistet wird und wer wo landet, entscheiden diese Gruppenphase. Ich bin ein bisschen raus. Gleich die Warnung vorneweg aus der Pro-Szene. Ich habe in letzter Zeit wenig geguckt, hatte wenig Zeit dafür. Komme jetzt gerade erst langsam wieder rein, deswegen mit ein paar Sachen im Metagame hänge ich vielleicht noch ein bisschen hinterher. Aber was mich nicht überrascht, oder was mich vielleicht doch wieder überrascht, ist, dass Ogamagi drin ist. Es überrascht mich fast ein bisschen, dass er nicht gebannt wurde. Im Moment extrem beliebt, genau wie Naga und Warlock. Batrider sieht man auch häufig, Shadow Demon, sehr guter Pick. Und dann gibt es solche Sachen, solche Jungler wie Chen und Enchantress, die eher pro Team gebannt werden, in diesem Fall gegen Virtus Pro, weil sie gern damit arbeiten. Ja, Sand King auch immer noch beliebt auf der Offlane. Sehr, ja, versatiler, sehr, sehr vielseitiger Held. Der Teamfight Control bietet, der Burst Damage bietet, selber gute Survivability hat, in der Hinsicht recht gut ist. Und wir sehen eine Drow Strut, möglicherweise aber Team NP, mal gucken, mit welchen Mid-Hero sie das ergänzen. Beliebt ist zum Beispiel eine Medusa, was auch gar nicht gegen Lifestealer verkehrt ist, da das durch Magic Immunity geht. Und Medusa oft das Problem hat, dass sie zu wenig Right-Click hat, was durch die Drow in diesem Fall halt behoben wird. Omni-Knight ebenfalls auch gut gegen Sand King und gegen Ogamagi. Und sie haben noch den Io. Sie haben eine Io-Lifestealer-Kombo, ist jetzt nicht ganz die ganz klassische Combo, wie zum Beispiel Io mit einem CK oder Io mit einem Tiny, aber ebenfalls relativ stark. Überkrebskott fragt im Twitch-Chat gerade, wer mein Favorit ist. Virtus Pro schon extrem stark. Ich mag tatsächlich aber Aoi 2000, den Spieler, sehr, sehr gerne. Einfach, ich mochte den, der hat ein paar Spiele gecastet, da habe ich ihm sehr gerne zugehört, man hat richtig gemerkt, wie viel Ahnung er hat, hat sehr viel erklärt. Ich mag ihn auch als Spieler. Aber wie gesagt, VP, Virtus Pro Moment sehr stark. NP natürlich mit Aoi, Eternal Envy auch nicht schlecht. Okay, Outworld Devourer. Auch eine klassische Combo mit Omni Knight zusammen. Omni OD. Sehr, sehr stark. Sie haben jetzt noch nicht ein Diffusal Carrier. Im Twitch-Chat könnt ihr jetzt übrigens wetten auf das Spiel. Ihr könnt auf NP oder VP setzen. Und eure Shoki, also da mal gucken, was bei euch rauskommt, ob wer welches Team in eurer Gunst vorne liegt. Das werden wir gleich sehen. Ich werde mal im Twitch den Stream noch umbenennen. Dass die Leute wissen, dass ich hier auch das gerade streame. Das heißt im Moment nur Dota-Wochenende, das ist nicht so aussagekräftig. Boston Major Cast. Ganz. Ganz. Innovativ. Und originell habe ich es mal so genannt. Ich bin ja eher für die klaren, sprechenden Titel. Und ein Undying. Undying in der Laning Phase stark, also sie wollen halt die Laning Phase sicherstellen für die Drow Ranger, lässt im Late und Mid Game eher ein bisschen nach. Früher mochte ich Undying ganz gerne, kann gut funktionieren, sie lecken ein bisschen, also sie haben ein bisschen wenig Control. Sie haben natürlich OD mit dem Prison, was den ganz rausnimmt, sie haben Telekinesis und Silence, aber der Undying zeigt, dass sie eigentlich eher, ja, tatsächlich im Midgame das Spiel
gewinnen wollen. Auch OD hat seine stärkste Phase im Midgame, bevor halt die Fusel Blades und auch danach Countermeasures wie BKB ankommen. Virtus Pro ein bisschen mehr Control mit Sand King, mit Ogre Magi. Mir gefällt der Draft von Virtus Pro ein bisschen besser, muss ich sagen. NP hat gute Pushing Power und wenn sie snowballen, können sie sehr schnell Türme einreißen, schneller als VP das kann. VP hat ein bisschen mehr Mobility mit Io, mit Sand King, sie haben mehr Disable. Sie haben keinen klassischen Counter, sie haben jetzt gesagt, okay, jetzt haben sie nicht gleich wieder sich noch einen Diffusal Carrier mit reingenommen. War auch ein bisschen schwierig, nachdem sie Lifesteal das schon hatten. Undying. Und gucken, ob sie das mit dem Io. Ich bin gespannt, wie sie das lane. Sie haben schon die Möglichkeit für eine Aggressive Tri-Lane. Ob sie das machen oder ob sie den Undying alleine schicken. Ich bin ein bisschen raus aus dem Meta, aus dem Pro-Spiel. Im Moment muss erst wieder reinkommen. Können auch Prognosen abgeben. Wird in den ersten 10 Minuten ein Teleport durch eine Betäubung abgebrochen werden? Eine Betäubung wäre in diesem Fall Sand King. Sagen wir mal nein. So viele gibt es da gar nicht. Gesamtzahl der zerstörten Bäume nach 30 Minuten. Haben wir so einen klassischen Baum. Wir haben Io. Damit tue ich mich immer schwer. Wir haben auch keinen Jungler. Wir haben auch keinen mit Quelling Blade, der groß rummacht. 0 bis 50. Höchster physischer Schaden, den ein Held einem anderen Held mit einem in einzelnen Angriff zufügt. Physischer Schaden wird wahrscheinlich... Ne, Shadowfiend ist sehr hoch mit dabei. Physischer Schaden, das ist der Orb, ist ja dann Pure Damage. Drow natürlich auch. Crit 500. Baut jemand von denen einen Crit, einen Daedalus? Wie lange wird die Partie laufen? Wird sie schnell gezeigt, wer gewinnt? Nach 10 Sekunden. Ich glaube 37 Minuten. Sehen wir einen Daedalus? Ich sag mal 0 bis 500. Ich glaube nicht, dass wir einen Daedalus sehen, ehrlich gesagt. Obwohl ein Double Damage würde ja auch zählen. Jetzt zu spät. Jetzt ist zu spät. Und die Kamera lasse ich steuern. Das ist die gleiche Kamera, die auch beim Most Major, jetzt glaube ich, Tobi Wan und Merlini kommentieren. Ich bin natürlich viel besser. Und dann gucken wir mal. Ogre Magi, klassisch am Anfang mit in der Mitte hier. Ich lasse es mal laufen. Gleich dem Evaded. Oh, und sie schicken, so machen sie das. Oh, die Undying mit in die Mitte. Omni Solo Offlane. Und die 2 gegen 2 Mitte, um das vom Ogre mit auszugleichen. Der Ogre möchte natürlich dem Shadowfiend hier die Mitte am Anfang sicherstellen, damit er seine Souls bekommt. No One gegen Eternal Envy und Sodo SVG. In der Situation tatsächlich der Undying noch ein bisschen stärker. Ogre ist schon extrem gut, aber Undying da in der besseren Position. Oben haben wir Dual, Offlane, Sand King und Io. Und mit einem Burrow Strike angefangen. Nicht mit einem Caustic Fanelli in dem Fall. Und es läuft schon sehr gut, kann man sagen, für den Sand King. Nicht sehr überraschend. Der Omni kann den... Oh, Ramses gleich mit einem Open Wounds. Kann den... Lifestyle nicht wirklich vom Farm abhalten, aber es steht eigentlich nicht wirklich in Gefahr, da zu sterben. Ups, und oben das First Blood. First Blood hier vom Io. Der Rubik ein bisschen zu weit draußen. Das mit dem Slow vom Caustic Fanelli zusammen mit dem Burrow Strike und dem Tether kann die Draw nicht viel machen. Der Ogre Magi denied sich hier für einen schnellen Trip zurück zum Fountain. Und Eternal Envy hier mit dem klar besseren Start. Zwar liegt jetzt der Shadowfiend gerade nach vorne, aber da ist ja gerade die Creep Wave am Tower.
Und die bisschen leichtere Offlane für den Omni Knight. Die haben es da leicht. Also der Omni Knight wird da unten ganz zufrieden sein. Er kriegt sein XP, er kriegt da auch seine Last Hits. Steht da nicht weiter hinter dem Lifestealer zurück. Und jetzt haben sie sich ein bisschen mit nach oben verlegt. Der Ogre Magi mit nach oben. Jetzt haben sie eine Aggressive Tri-Lane da gemacht. Die Undying ebenfalls mit einem Suicide. Oder was? Habe ich jetzt nicht gerade nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Suicide war. Ein gewollter. Dann jetzt oben Try gegen Tri-Lane. Aber im Moment Vorteile für Virtus Pro. Und it's a go auf dem Undying. Das könnte schon reichen. Gerade mit dem Slow jetzt noch ein Silence. Aber das Tether sorgt mindestens dafür, dass er rauskommt. Er ist noch überlebt. Silence hat da noch gereicht. Aber mit Tether und mit Bloodlust, Movement Speed und Attack Speed, echt super. Und mit dem DK erwischt man eigentlich selten mehr als den Sand King. Wie groß auch der Sand King wird, wenn er einen Bloodlust abkriegt. Rams ist die ganze Zeit unten, sehr wenig HP. Jetzt vor allem, wo er keine Regen mehr hat, muss er extrem aufpassen. Wenn er einmal zu nah dran steht, während der Omni sich heilt. Der hier. Deswegen jetzt auch hier mit dem Rage. Idealerweise würde er Rage und Open Wounds, ja genau, das Rage-Effekt hat der Open Wounds, hat sich den Damage gespart. Aber das kann jetzt schon reichen. Wenn das Open Wounds abgelaufen ist, müsste er trotzdem noch wegkommen. Und insgesamt guter Start für Virtus Pro hier am Anfang. Das Einzige, was sie am Anfang zumindest gewonnen haben, also was ein Team NP am Anfang gewonnen hat, war die Mitte mit dem Undying. Aber auch da ist es jetzt, dass der Shadowfiend vorne liegt, im Prinzip jetzt alle drei Lanes gewonnen. Wir können uns ja mal kurz auf den Grafen das anschauen. Bei Erfahrungspunkte liegt Team NP vorne, weil es ein bisschen mehr... Oh, gucken wir nochmal unten hier, bevor wir was verpassen. Ups, ich habe das Falsche geklickt. Ich wollte den Grafen zumachen. Das wollten wir nicht machen. Ich habe schon sagen, nicht mehr zugeguckt. Schlimm mit mir. Passiert bestimmt nichts Spannendes. Nein! Hat er es sich nicht gemerkt, oder was? Na doch. Hat er sich gemerkt, wollte gerade sagen. Oh, gerade wieder rechtzeitig zurückgekommen. Na? Die Spirits sind ausgelaufen, aber kommt er nicht mehr raus. Ein Schlag noch und dann war es das. So, uns die Kraft nochmal anzuschauen. Da sieht man das. Goldgraf ist aber auf Seiten von VP. Bisschen Erfahrungsvorteile bei Team NP, aber... Oh, jetzt hier Treff im Jungle. Das sieht nicht gut aus für den Undying. Noch ein Stun hinterher. Kriegt er noch einen DK raus, nicht mal das. Hat er gewardet. Aber das war es dann auch schon. Ja, das Einzige, was hier am Anfang richtig gut lief für Team NP, ist die Mitte. Man sieht es auch noch, Eternal Envy immer noch vorne mit dabei, gleich auf mit dem Shadow Fiend. Aber gerade die beiden Supports, Undying und Rubik von Team NP, liegen da ziemlich zurück. Mir gefällt halt VP im Late Game ein bisschen besser. NP will das Spiel eigentlich im Mid Game. Das wird nicht ausreichen. Will das idealerweise das Spiel im Mid Game gewinnen. Im Gegensatz zu früher ist Drow nicht mehr so, sag ich mal, vor einem Jahr noch. Und in der Zeit davor war Drow tatsächlich sehr Mid Game orientiert. Da hast du halt gesagt, okay, du möchtest gerne bis Minute 30, 40 gewinnen, ansonsten sieht es richtig schlecht aus. Mit dem Aghanims und ein paar anderen Änderungen ist es schon so, dass man jetzt auch mit Drow sehr gut ins Late-Game gehen kann. Aber
Trotzdem hat sie durchaus noch ihre starke Phase eher mit einem guten Timing im Midgame. Und zumindest Undying lässt später stark nach. Sandkin bleibt stark, Ayo bleibt stark, Ogre Magi mit Bloodlust bleibt ebenfalls stark. Also VP hat mir schon im Draft besser gefallen und im Spielverlauf muss man jetzt sagen, wenn das so weitergeht, wenn das recht ausgeglichen bleibt, sehe ich durchaus auch die Vorteile bei VP. Okay, das Prison ist raus, ne? Der Ogre Magi kommt aber nicht ran, das war knapp. Gerade wenn das Prison auf Cooldown ist, ist eine gute Gelegenheit, um einen OD zu ganken. Radiant's top tower is under siege. Der Lifesteal jetzt auch aufgeschlossen, nachdem er am Anfang ein bisschen Probleme hatte. Jetzt gar nicht wieder bei Last Hits, aber dann hat es bei der Regen gesehen. Wie stehen wir denn mit unseren Predictions? An den ersten 10 Minuten wurde noch keiner abgebrochen, da sehen wir ganz gut aus. Der jetzt hat schon 102 zerstörte Bäume. Ja, sind wir knapp in der zweiten Kategorie eher richtig gewesen. Der Rest dauert noch ein bisschen. Neuer Abonnent, Drist. Vielen Dank für dein Abo. Während sie unten hier ein Go machen auf dem Omni-Knight. Die Right-Click sind immer noch stark, aber mit Repel kein Open Wounds. Die Drow jetzt hier noch gesmoked. Ja. Skush. Gust. So rum. Gust vom Tide. Bisschen zu kurz. Jetzt wollen sie halt anfangen zu pushen. Und Virtus Pro wird das einfach nicht contesten. Verzögern das noch ein kleines bisschen mit der Rune. Konzentrieren sich aber eher auf die Mitte, wo II mal aufpassen muss, dass er nicht gegankt wird. Aber sie haben noch einen Observer Ward, der ihn eigentlich zumindest von der Mitte her schützt. Von der unteren Rune. Oh, 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 oh! Und das ist genau das, was ich meinte. Da muss er aufpassen. Das war der Gank. Fast noch rechtzeitig raus-TP'd. Outplayed. Tja, wenigstens die Prognose war korrekt. Mit den Bäumen lag ich nicht richtig. Bis unterschätzt, wie viele Bäume Ayo vor allem abreißt. Und damit ist Shadow Fiend deutlich vorne. Und danach kommt Lifestealer und dann die drei Cores von NP. Oh. Ja, das sieht nicht so gut aus für den Rubik. Hat sich den Sandstorm noch geklaut. Allerdings. Raus, TP'd. Okay, das schafft er noch. Burst Strike noch eine Sekunde auf Cooldown. Okay, was war das? Ich habe schon auf die Map geguckt, dachte, wohin geht's jetzt? Trip in den Fountain, um sich zu heilen? Oder irgendwo ein Support? Das sah eher nach einem Fehler aus, was Ayo sich da geleistet hat. So, Sandling natürlich als nächstes Item der Blinkdagger. Da fehlt nicht mehr viel. Für Pasha legt er die Sentries ab. Vor allem können sie jetzt zunehmend Druck auf den oberen Tower machen. Mit Burrow Strike stirbt die Wave ziemlich schnell. Bisher haben sie selber erst einen Tower verloren und den Mid-Tower geholt. Das ist auch von den Towern Vorteile bei VP. Und richtig gefährlich wird es für NP halt, sobald der Blinkdagger beim Sand King da ist. Und das ist nicht mehr lange hin. Ihre Magic Immunity ist halt im Moment ziemlich schwach. Sie haben natürlich Rubik. Dragonlance auf der Drow und Shadowblade auf No One bald fertig. Ramses in die Mitte. Vor allem jetzt mit dem Infest. Ja, Infest Shadowblink auf Pasha. Das ist richtig gefährlich. Das sieht ganz bitter aus für NP. Und Burrow Strike, Blink in. Wollen sich schnell auf den. Ah, okay. Das ist natürlich das. Sie wollten ganz schnell den Omni-Knight ausschalten,
haben es nicht ganz geschafft, deswegen haben sie ja am Anfang noch den Ogre verloren, aber trotzdem schon zu viel Magic Damage kassiert. Oben wird noch die Drow gekillt. Vier Kills für VP. Sah nochmal kurz aus, als könnte sich NP davon erholen, da sie den Omni nicht rechtzeitig tot bekommen haben. Sein Omni noch starten konnte. Sein Ulti. Nicht sein Omni. Aber die Kombo ist halt schon extrem stark. Das war der Blink-Dagger-Reveal bei 12 Minuten mit Infest-Bomb gleich hinterher. Und den Ogre-Magiker zu verlieren ist nicht besonders schlimm. Der mit Abstand am niedrigsten gefarmte Held im ganzen Spiel, nicht nur auf Seiten von VP, den da zu verlieren und 4 Kills zu machen. Also VP in einer deutlich, ja, einer starken Position jetzt hier. NP, 2 Tower down, 13 Minuten. Ist zu langsam. Und das sieht nicht gut aus. Das ist keine Chance für ii da noch rauszukommen. Vor allem, da gerade sein Imprison genutzt hat. Die Illusions entdecken hier auch den Roshan-Versuch. Oh Mann. Läuft hier gar nicht, NP, der nächste Tower. Keine Chance eigentlich auch groß für NP, das zu contesten. Sie probieren es mit dem Repel auf Aoi. Deny. Nicht mal mehr versucht. Viel zu gefährlich. Sie haben im Moment kaum einen Counter gegen die Mobility vom Sand King mit dem Blink Dagger. Sie müssen dann versuchen mit Repel auf OD oder Drow Ranger die Kämpfe zu gewinnen, aber ansonsten wird das sehr schwer. Und während halt über die meiste Zeit des Spiels bis jetzt die 3 Cores von NP noch dran geblieben sind, am Lifesteal zumindest, wenn auch nicht am Shadow Fiend, fahren sie jetzt dann doch deutlicher zurück, vor allem der Omni Knight, aber auch OD, jetzt nur 5000, jetzt deutlich zurück. Und rein von der Team-Composition sind sie, es ist nicht nur so, dass sie jetzt hinten liegen, sondern sie sind auch von der Team-Composition weit hinten. Okay, das war ein geschenkter Observer Ward. Das ist ein Smoke-Versuch jetzt hier, nachdem sie gerade den Observer gewardet haben, ja. Ideales Ziel wäre unten der Shadow Fiend im Jungle. Bewegen sich auch in die Richtung, da probieren sie nochmal Roshan. Probieren den zweiten Roshan mit einer Drow. Aura auch entsprechend Damage. Ja, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die jetzt NP nochmal hat. Mit dem Aegis nochmal ein paar Tower holen. VP hat das auch tatsächlich nicht gesehen, da der Observer weg war. Konnte auch nicht jetzt einen Trade machen, einen Tier 2 dafür holen. Es ging auch relativ schnell. Der Right-Click-Damage ist schon gut. Initiation von Pasha an der Stelle. Noch der Stun auf dem Rubik. Aoi hier unten getrennt vom Team. No one TP'd raus. Der Tombstone stand auch noch da. Aber das hat das, worin gegen sie ein Rezept haben. Selbst wenn die Initiation von Pasha vom Sand King hier nicht viel bringt, solange er nicht gesilenced wird. Und selbst wenn er gesilenced wird, hat er eigentlich gute Chancen zu entkommen. Gucken wir mal als nächstes ein Force Staff oder ein Youth Scepter baut. Youth Scepter gut gegen Silence. Force Staff ebenfalls gut, also es hilft beides, ja. Youth Scepter oder Force Staff. NP muss eigentlich tatsächlich nochmal, man sieht es auch schon, jetzt 7500 Gold fast ein bisschen zurückgekommen durch den Roshan-Kill. 5000 Erfahrungsvorteil. NP kann eigentlich nur über ein, also jetzt mit dem Aegis können sie ein paar Tower holen, den Tier 1 oben sollten sie relativ leicht bekommen. Ich glaube auch nicht, dass VP da groß contesten wird. Und danach müssen sie schauen, dass sie das, solange sie das Aegis haben, damit versuchen Tower zu holen und mit einem Dust Pickoffs. Bei einem reinen 5 gegen 5 Kampf haben sie im Moment keine Chance. Achso, ich kann mal zwischendurch gucken. Es wurden ein paar Fragen gestellt. Wenn ihr Fragen habt, versuchen wir auch, ich versuche auch mal vielleicht von Leuten, die sich mit Dota nicht so gut auskennen,
oder nicht so lange spielen oder wie auch immer. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in den Twitch-Chat, versuche ich die nebenbei mit zu beantworten, sei es speziell auf das Spiel bezogen, spezifisch auf Situationen, Item-Choices, was auch immer, warum macht man das. Dann oder auch, wie es aussieht mit der Spielsituation, alles solche Sachen. Warum jetzt ein Team vorne liegt, wie das im Mid- und Late-Game aussieht, alles sowas. Fragen, 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 stellt sie gerne im Twitch-Chat, versuche ich die zu beantworten. Auch die Magic Immunity hier von Lifestealer im Mid-Game, richtig, richtig stark. Sie haben nichts, was durch BKB durchgeht und sie werden auch später nichts haben, was durch BKB durchgeht, tatsächlich. Und da ist das Yule-Zepter, aber ich habe vorhin gesagt, Lincolns, Four-Staff oder Yule-Zepter, beides seine Vor- und Nachteile gegen Silence. Und es ist das Yule-Zepter geworden. Also den Sand King werden sie so gut wie nie bekommen. Da muss er schon sehr overcommitten und falsch positionieren. Und VP hat alle Karten in der Hand jetzt. Sie können das ganz entspannt spielen, sie können Druck machen, können sie machen, wie sie wollen. Sie haben das bessere Late-Game, die bessere Mobility. Bisschen bessere Vision hat tatsächlich jetzt NP, sie sind aber auch darauf angewiesen. Sie müssen jetzt auch mal den Tower oben holen, den Tier 1. Wurde gerade gefragt. Können wir gleich nochmal beantworten, wenn wir dann auch den sehen. Jetzt verzögern sie noch ein bisschen, den Tower haben sie. Warum Silver Edge auf Shadow Fiend? Shadow Blade würde doch erstmal reichen. Das gibt jetzt großartig, jetzt nicht die ganz krassen Disables, die man raushauen muss. Also dieses Break meine ich damit. Es gibt nicht die ganz großen Passives, die man breaken muss. Wie gegen eine PA zum Beispiel. Aber es ist tatsächlich einfach Slot-Management auch. Weshalb ich auch öfter mal in Silver Edge baue. Du hast ja nur begrenzte Anzahl an Slots. Und wenn du jetzt mehrere Items anfängst, dann musst du dann Items im Fountain lassen oder Sachen schon verkaufen und dadurch nutzt einfach effektiver deine Slots aus. Und das ist der Hauptgrund tatsächlich an dieser Stelle, warum er da auf einem, ja, noch rechtzeitig raus, die Pete Ramses, warum er da ein Silver Edge baut. Marksmanship ist ein Passiv, schreibst du mal die ganze Nacht, aber wenn du so nah dran bist an Draw, dass du das Silver Edge benutzen kannst, dann bist du mit dem Sand King wahrscheinlich auch dran. Also dann killst du den auch einfach schnell. So wichtig ist es hier wirklich nicht. Von daher ist es meiner Meinung nach einfach Slot-Management. Dann kommt das BKB als nächstes, verkauft er die Bottle. Und hat er dann nicht übermäßig viel Platz verschwendet. Weil demnächst wäre es dann so, wenn er dann erst noch den Ultimate Orb kauft, wo soll der hin? Er braucht das BKB auch nicht so dringend. Wenn jetzt das Spiel härter gewesen wäre, hätte er tatsächlich nach dem Shadowblade das BKB gebaut. Weil das wichtiger gewesen wäre. Aber im Moment kann der Shadowfiend sich locker leisten, einfach mal auf die Stats zu gehen. Das Aegis ist jetzt abgelaufen. Sie haben oben noch den Tier 2 geholt. Das ist das auch das Mindeste, was sie hätten holen müssen. Den Tier 1 und mindestens noch einen der anderen. Tatsächlich haben wir 176 Bäume verloren. Mal kurz rein. In den ersten 30 Minuten, gut, da lag ich ziemlich falsch. Da liegen wir noch ganz gut im Rennen. Ich denke schon, dass es mindestens noch 30 bis 30 Minuten gehen wird. Es ist jetzt nicht so, dass VP so schnell Highground gehen wird oder kann, außer VP, NP macht große Fehler. Und umgekehrt kann das NP nicht beenden, dazu liegen sie zu weit hinten. Link fragt, ob ich unten die Leiste wegmachen würde. Welche Leiste denn unten? Du musst schreiben, mal welche Leiste du meinst. Ich weiß nicht, welche Leiste ich wegmachen soll. Okay, jetzt hier laufen sie ineinander mit dem Smoke. Der Silence oben noch getroffen von Aoi. Aber Aoi ist jetzt auch mal in ein paar Sekunden tot. Noch ein schöner Force-Staff nach vorne. Pascha mit dem Stun. Aoi hier als erste Opfer. Der Ulti vom Omni kam ein bisschen zu spät. Konzentrieren sich jetzt auch auf dem Omni. Die Right-Clicks von Ramses und von No One. Viel zu krass. Zwei TPs raus. Kommen da noch weg. Das Opfer hier noch. Der Rubik als letztes. Tja, VP einfach gesmoked mit dem Vorteil. Jetzt verteidigen sie ihre Lanes. Sind mit diesem Pick-Offs mehr als zufrieden. 2000 Gold Swing nochmal. Das wird jetzt über 10.000 Gold-Vorteil sein für VP an der Stelle.
Und da sieht man Ayo in Aktion, 4 tot, mit einem Katapult, High Ground. Gerade vorhin noch gesagt, dass das Spiel mindestens 30 Minuten gehen wird, gehe ich auch jetzt davon aus. Aber solche Sachen, solche Teamkämpfe können natürlich dazu führen, dass das ziemlich schnell vorbei ist. Vor allem, wenn sie schon so weit zurückliegen. Der Lifestealer hat hier auch das Diffuser Blade gebaut gegen den Omni. Roshan. Noch eine Weile tot. Aber wenn es nicht... Okay, die Initiation hier an dieser Stelle wieder. Und da hat man schon gleich das Diffuser Blade gesehen. Aber das die Hurricane Pike, die Drow nochmal gerettet. Shadow Fiends auch mit Haste. Jetzt nochmal der Chase. Wieder das Diffuser Blade auf Envy. Zweimal geforstarft. Und noch ein kurzer Save auf dem Omni. Der Ulti vom Shadow Fiend trifft hier keinen. Traden hier nur ein bisschen die Spells. Der Rubik zu weit draußen. Oh, das Repel gerade rechtzeitig. Aber zwei Right-Clicks von Ramses reichen da aus. Eternal Envy hier versucht es nochmal. Geht auch. Keine Chance. Das schöner Stun vom Sand King. Das könnte schon das GG sein. Vielleicht geht es dann doch nicht mehr 30 Minuten. Der Omni stirbt hier auch. Der Undying, keine Chance. Einer Right-Click noch vom Ramses. Oder einfach das Rampage von No One. Okay. Das ging ja noch ein bisschen schneller als gedacht. Meine Vermutung war ja, dass NP schon im Early- und Mid-Game stärker ist und VP stärker unter Druck gesetzt. Und VP erst so ab Minute 25, 30 dann die Oberhand gewinnt. Deswegen habe ich auf diese 37 bis 44 getippt. Aber wir sind schon nach 5 bis 10 Minuten in Rückstand geraten. Und ihr Team war halt darauf ausgelegt, das Early Game zu gewinnen, um im Mid Game das Spiel zu beenden. Bei ausgeglichenem Stand hatten sie im Late Game eh das Nachsehen. Aber wenn man dann schon das Early Game verliert, hatte Virtus Pro einfach den besseren Pick. Outdrafted. Team NP war halt unter Druck, musste das Spiel gewinnen und hat es dann an der Stelle nicht geschafft. Man sieht es auch relativ klar im Graph. Sie haben es eigentlich nie geschafft, einen Vorteil rauszuspielen. Wie gesagt, von der Erfahrung, das haben wir gesehen, lagen sie eine Weile vorne, aber auch nicht sensationell, 3.000-4.000. Und vom Geld, vom Gold halt nie. Und sie hätten schon mindestens mal hier so 5.000 Gold im Vorteil sein müssen. Die ganzen Tier 1s wegräumen, dann Aegis holen und dann mit einem Aegis oder mindestens mit dem zweiten Aegis High Ground. Das war der Plan. Das hat überhaupt nicht geklappt. Und man sieht auch Shadow Fiend hier mit dem klar besseren Start. Der Anfang lief noch ganz gut mit dem Undying in der Mitte. Das hat ganz gut funktioniert, aber die Laning Phase blieb ja nicht lange stehen und die anderen Lanes liefen dann doch ganz gut. Auch am Start noch. Das war auch gar keine schlechte Entscheidung. Den Omni-Knight gegen den Solo-Lifestyle, das hat auch funktioniert, aber die obere Lane hat dann VP klar gewonnen. Und auch den besten Draft gehabt. Das war die erste Runde. Es ist ein Best of Three, das heißt, gleich gibt es noch die Rückrunde. Und mal schauen, ob NP dann es versucht, mit einem abgerundeten, mit einem Draft, der nicht diese offensichtliche Schwäche hat. Wie gesagt, das kann funktionieren, aber sie hatten halt dieses sich selbst in so eine Ecke gedraftet. Sie mussten bestimmte Kriterien erfüllen, sonst klappt das nicht, während VP halt viel vielseitiger war und viel mehr Win-Conditions hatte.